is relentless. Mordheim is opponent of French national champion world number three, Joseph Lovet. Lovet has had some impressive victories this year, but he's equal to the task and he matches the power of the world champion. Also hier auch wieder kein direkter Punkt in der ersten Runde. Die Arme und Hände werden wieder fixieren mit den Straps, damit jetzt keiner der beiden Kämpfer ausweichen kann. Das hat auch immer mit der Taktik zu tun. Versucht man sich in eine bessere Position zu bringen. Jetzt sind sie aneinander gekettet. Wir werden jetzt auf jeden Fall Best of Six. Also wer macht die meisten Punkte aus sechs Runden? Der lebt den Kampf im Mittelgewicht zwischen dem Franzosen Joseph Lovet zur Linken und dem norwegischen World Champion Frode Hogland. He is so fast, Joseph Lovet. Okay, shoulders. Well, the Horgan will try to put the brakes on me, but I'm sure. Kommentator Neil Pickup hat nochmal darauf hingewiesen, dass der Franzose eine ungemeine Schnelligkeit. Ready go! Dama! Dama! Der Herausforderer also holt den ersten Punkt. Like this, keep it. Also wir schon auch sehr viel taktisch. Ready go! Okay, if you can't get back up, that's a foul.
because you have to get up and then you have a running foul. No worries. But when you have two running fouls or you don't get up, then you have a foul. Okay. Alle 4.2, FIBO Power 2015. Joseph Obey has made incredible strides. Down. Yes. Like this? Yes. You know, you would never imagine that you're being friendly is now. His ascendancy has been incredible. So to push forward like this is a remarkable performance. He wanted this match. Stylistically, he had to focus and felt it. Also der Franzose Joseph Novell soll da hinten war lange zwei, drei Jahre vorher noch überhaupt nicht in der Verfassung, den norwegischen Weltmeister auch nur annähernd herauszufordern. Und hier Peter, der Kommentator, sagt, er ist richtig gut vorbereitet und liefert ihm hier ein total gutes Match. Ready to go. Ein 2. Norwegian, the world champion, the throwing position of Mohamed Resmond LeMay with that joint lock defense. Trying to wait for the world champion to expose a weakness. What's the second hit of the Frenchman? He's got such incredible arm strength. And it's a screamer. LeMay winks at the camera. No. Foul. No, the foul. The foul. On me? Or foul. Running foul? Or? No, not a running foul. You had a running foul. You had two fouls. Stay with one. Okay. Weiterhin 1-1 hier. Also ein sehr mühsamer Kampf für beide Athleten hier im Mittelgewicht der Arm Wars Super Series. Shoulders. Raised here. Raised. Good. Ready, go. Look at this, twice impressed, massive finish attack.
Wie gesagt nochmal, dass sich beide wirklich bis zum Ende durchquellen, alles aufholen und sicherlich ihr Recht der Titelverteidiger, World Champion im Mittelgewicht.